Sud avec Thierry Lippé sur le podium. L'Afrique du Sud est chez elle à Montpellier. Montpellier, eine bedeutende Stadt für den südafrikanischen Sport. An diesem 4. Juli 2013 wurde in der Hauptstadt des Hero um den Sieg der 8. Etappe gekämpft. Und wie so oft waren es die Sprinter, die ihn unter sich ausmachen würden. Der Deutsche André Greipel war der große Favorit. Doch ein anderer, unauffälligerer Mann des Pelotons würde bald zum Helden des südafrikanischen Radsports werden. Daryl Impey übernimmt an diesem Tag das gelbe Trikot und gibt dem Radsport in seiner Heimat einen frischen Impuls. Ein Traum wird wahr. Es ist ein magischer Augenblick für Südafrika und den afrikanischen Radsport. Wie der Zufall es will, hatte Montpellier 6 Jahre zuvor schon den ersten großen afrikanischen Radsporterfolg erlebt, als Robert Hunter aus Johannesburg im Sprint der erste afrikanische Etappensieger auf der Tour de France wurde.